Ja, die Idee entstand eigentlich im Allgäu, da wo ich her bin. Der Jens Mengele, Mitgründer mit mir zusammen, kam mal mit der Idee zu mir. Ich habe da eine Fußballschule schon seit 10 Jahren ungefähr. Und er meinte, ob man nicht Lernen mit Fußball eben auch verbinden kann. Und dann hat er mir mal von seiner Idee erzählt und ich war eigentlich echt überzeugt davon, dass das auch gerade jetzt in die heutige Zeit passt. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir Kick & Learn gründen damals. Es geht eben wirklich darum, dass man den Fußball nutzt, um Lernverhalten bewusst zu machen und trotzdem den Spaß daran nicht verliert. Also die Kinder sollen nicht das Gefühl haben, hier in Schule zu kommen. Die sollen auch nicht morgens irgendwie ein Lese-, Rechtschreib- oder Rechentraining machen und mittags als Belohnung Fußball spielen dürfen, sondern sie sollen wirklich über den Fußball, wo sie motiviert sind, lernen, ihr Verhalten zu steuern, zu sehen, wie kann ich mein Verhalten verändern und ja, und im Grunde sofort körperlich spüren auch, dass es danach einfach besser funktioniert. Das ist ja, manchmal muss ich in der Schule lernen und kriege das Ergebnis relativ spät. Hier, wenn ich lerne beim Fußball, kriege ich gleich die Rückmeldung, ich spüre es körperlich, das war erfolgreicher. Ne? Ja, ich habe mit ein paar Mädchen in den letzten 2-3 Jahren da im Junior Soccer Cup mitgemacht, also eine Patenschaft übernommen und jetzt ist mir eben das Kick and Learn Projekt vorgestellt worden und ich war von Anfang an sehr begeistert, weil ich einfach finde, dass für Kinder wichtig ist, dass sie eben lernen. Und das ist jetzt eine ganz neue Form im Fußball und ich glaube, dass das für mich jetzt, der schon längere Zeit jetzt bei der österreichischen Nationalmannschaft ist und der eigentlich nur mit der Elite des Fußballs zu tun hat, dass das trotzdem wichtig ist, dass da von ganz jungen Jahren schon mit Qualität gearbeitet wird bei den jungen Spielern, damit man dann auch in Zukunft mehr junge Spieler haben, die sehr gut ausgebildet sind. Das wirkt sich dann natürlich auch positiv auf die Nationalmannschaft aus. Ja, sie waren sehr begeistert. Es sind sehr viele Kinder, auch in dem ganz kleinen Alter, weil mein Florian ist ja heute der Jüngste. Und ja, dass der Trainer sehr engagiert ist. Sie haben einen schönen Ball gekriegt, sie haben einen schönen Rucksack gekriegt, sie haben einen Leihball gekriegt. Sie waren zwar müde gestern, noch am ersten Tag haben wir so ausgleich weitergespielt und haben sich dann auch die Dressen ausgesucht, die Hosen heute, wo der Andi Herzog gespielt hat, der kleine Rapid-Hose und der große eine Bayern-Hose. Also sie haben sich schon sehr gefreut. Dazu. Ich finde es einfach super, dieses mit dem Kick and Learn, dass die Kinder auch da im mentalen Bereich etwas machen, dass man auch vom Fußball, vom Platz weggeht und auch so versucht, ihnen da weiterzuhelfen, weil das auch für die Zukunft, wenn er mal irgendwo ein bisschen ein Fußballer werden sollte oder kann, dann hilft ihm das sicherlich auch. Ich würde mir wünschen, dass weitere 10 Firmen es endlich uns nachmachen. Weil wenn ich nämlich 10 Firmen mit je 40 Vereine binde in ein Kick-and-Learn-Turnier oder in ein Kick-and-Learn-System und insgesamt damit dann 400 Vereine, je 5 Vereine einladen für Camps, Trainercamps und Kick-and-Learn-Camps im klassischen Sinn, dann wird man ganz Österreich erreichen. Das wären nämlich 2000 Gemeinden oder 2000 Fußballvereine. Ich habe selber 3 kleine Kinder zwischen 6 und 1,5 Jahren und was bei diesem Kick-and-Learn angesprochen wird, so dieses Selberdenken, das logische Denken, bringt den Kindern sicher sehr viel und wird auch was ändern. Ob man jetzt damit sagt, man hat jetzt im österreichischen Fußball 20 neue Spitzenspieler oder internationale Spieler, es hilft sicher zur Verbesserung. Aber ich glaube, dass es primär bei der Nachwuchsförderung für die Kinder nicht darum geht, dass man jetzt sagt, man züchtet sich oder bildet sich 20 neue Spitzenspieler heran, internationale, sondern dass es darum geht, dass man Kindern überhaupt einmal eine Perspektive gibt, dass man Kindern eine Chance gibt, sich zu entwickeln. Und ich bin überzeugt davon, dass es den Kindern später auch im Beruf sehr hilft. Ja, es ist lustig und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Welche Übungen zum Beispiel habt ihr gemacht? Ballklar, dann haben wir noch Schusstraining gemacht, UEFA Cup. Da musstest du
schießen, dann um einen Hut rennen und dann noch einmal schießen. Du konntest ausscheiden oder nicht. Es sind zwei Gruppen, da hat man einmal schießen müssen und dann ums Hütchen laufen und dann ein Tor schießen. Und wenn man zwei Tore geschossen hat, hat man einen herausfordern können. Die Verantwortlichen des Fußballclubs haben mich angesprochen, ob wir das durchführen sollen und können. Und ich habe gesagt, also der Platz oder die Anlagen stehen kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus wollen wir auch, dass alle Jugendlichen oder alle Kids, die Interesse haben, teilnehmen können. Aber ich habe gesagt, es kann sein, dass der eine oder andere aus finanziellen Gründen scheitert. Da wird die Gemeinde die Patronanz übernehmen, also die Kosten. Und so sind wir sehr stolz, dass an die 60 junge Burschen, einige Mädchen habe ich auch gesehen dabei, an diesem Camp teilnehmen.